willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob dieses Video jemals online kommen wird. Aber ich habe mir vorgenommen, euch ein paar Tage mitzunehmen und einen kleinen Vlog zu drehen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen wahrscheinlich schon, dass wir gerade unser erstes Baby erwarten und auch gerade umgezogen sind, also vor circa einem Monat. Und dementsprechend haben wir noch viel vorzubereiten und in der Wohnung noch einiges zu erledigen. Morgen wird unsere Couch endlich geliefert und am Freitag bekommen wir endlich unsere Küche. Wir mussten jetzt einfach 2 Monate lang ohne Küche leben und es war nicht einfach, vor allem für eine Schwangere. Aber wir haben es jetzt irgendwie geschafft und ich kann es kaum glauben, dass es am Freitag endlich soweit ist und ich bin einfach so, so dankbar. Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg zu IKEA machen, denn wir haben dort das erste Mal über diese Click and Collect Funktion bestellt und ja, bin schon gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, man holt die Ware dann am Parkplatz ab. Wieder zu Hause und habe mir etwas Bequemeres angezogen. Ich habe nämlich noch ein kleines Projekt heute geplant und zwar möchte ich versuchen, ein Bild zu malen mit dieser Spachteltechnik, die ja im Moment irgendwie sehr beliebt ist. Zumindest sehe ich es irgendwie überall im Moment und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Ich habe mich auch nicht wirklich eingelesen und ja, es könnte voll daneben gehen, aber ich will es jetzt einfach mal probieren. Im Hintergrund habe ich schon meine kleine Station aufgebaut. Und ja, ich werde jetzt einfach mal loslegen. Das ist jetzt meine Leinwand, die ich bestellt habe. Und hier unten hat mein Mann mir Spachtelmasse, Pinsel und Acrylfarben besorgt. Und ich glaube, diese Dinger verwendet man dann, um diese Muster zu formen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich zeige es euch dann. Und hier wird übrigens spätestens in 3 Tagen unsere Küche endlich stehen. Ich muss euch mal zeigen, wie wir bisher gelebt haben, die letzten 2 Monate. Das war unsere Übergangsküche. Also wir hatten hier so eine kleine Herdplatte. Ich werde einfach so dankbar sein, wenn wir endlich diese Küche haben. Denn das war schon eine Zumutung, vor allem in der Schwangerschaft. Jetzt der Zwischenstand. Ja, ich habe fast die ganze Spachtelmasse aufgebraucht und diese Dinger haben sich auf jeden Fall als hilfreich erwiesen. Ja, keine Ahnung, wie ich es finde. Für die Acrylfarben, also zum Bemalen, muss ich auf jeden Fall noch warten, bis das Ganze getrocknet ist. Und ja, mal sehen, wie es dann am Ende wird. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade fertig gefrühstückt und trinke jetzt noch meinen Tee zu Ende. Heute ist es ziemlich trüb und düster bei uns. Ich hoffe, das Licht ist okay in der Kamera. Ich habe heute eigentlich nicht viel geplant. Ich werde wahrscheinlich mein Bild fertigstellen und müsste dann noch kurz zu DM ein paar Sachen besorgen. Und ja, heute Morgen hat auch schon der Postbote geklingelt und ich mache das Päckchen mal gleich mit euch zusammen auf.
Ja. Ich habe uns fürs Badezimmer einen neuen Seifenspender und Zahnputzbecher bestellt. Die Farbe finde ich mega süß. Ich bin gespannt, was der davon hält. Und das war so ein komplettes Set. Da war auch eben dieser Becher dabei. Und noch ein kleiner Behälter. So ein Behälter mit einem Deckel, zum Beispiel für Wattepads. Was ich noch ganz praktisch fand, ist dieser Untersetzer. Also man kann das hier oben schön platzieren und ich finde, das sieht richtig süß aus. Bin gespannt, wie sich das bei uns im Badezimmer macht, denn wir haben die Farben dort sehr neutral und schlicht gehalten und ich wollte ein bisschen Farbe reinbringen. Dann kam noch ein Paket von H&M an und zwar habe ich uns Kissen für unser Bett besorgt und bin schon ganz gespannt, ob diese sind, wie ich sie wollte, denn die meisten Dekokissen, die ich gefunden habe, die kann man in der Mitte nicht so einknicken, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich wollte unbedingt welche, die dann so stehen bleiben. Ich zeige euch dann, was ich meine. Ja, genau das meine ich, dass die dann hier so hübsch aufrecht stehen mit diesem Knick in der Mitte. Und dazu habe ich diese Samtbezüge ausgesucht. Das ist so ein schönes Beige und ja, ein Samtmaterial. Und ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ich habe den Bezug jetzt mal raufgegeben und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut und ist auch genau das, was ich wollte. Ich habe 3 Stück davon bestellt und muss dann gleich schauen, ob das auf unser Bett passt. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu DM und muss ein paar Dinge besorgen. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, denn eigentlich möchte ich zu Fuß gehen, um wenigstens auf ein paar Schritte heute zu kommen. Ich wollte euch noch mein heutiges Outfit zeigen und zwar habe ich dieses Kleid zu Beginn meiner Schwangerschaft gekauft und es passt mir immer noch ganz gut. Ich habe das damals bei Mango geholt und muss sagen, diese Kleider, also ich lebe momentan in denen, die haben sich wirklich ausgezahlt und die werde ich ja dann auch, wenn ich nicht mehr schwanger bin, tragen können. Und seit ein paar Tagen geht meine Lieblingsjacke nicht mehr zu, deshalb bin ich umgestiegen auf Mäntel, denn die passen noch ganz gut. Und dieser hier ist auch von Mango, den mag ich ganz gern, denn der hält wirklich auch richtig warm. So, ich bin wieder zu Hause und bin draußen doch etwas in den Regen gekommen. Ich werde mir jetzt, glaube ich, erstmal zum Aufwärmen ein warmes Bad einlassen. In der Schwangerschaft soll man ja nicht zu heiß baden, deshalb nur ein warmes Bad. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Badetyp, also ich gehe häufiger duschen als baden. Und dann später werden wir es uns noch auf der Couch gemütlich machen und unsere Serie weiterschauen. Wir schauen im Moment Outlander und sind jetzt mittlerweile wirklich total drin. Die ersten paar Folgen fand ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt bin ich wirklich voll drin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag und warten gerade auf die Lieferanten. Die bringen uns gleich unsere neue Couch. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie sie aussieht, denn als wir sie ausgesucht haben, haben wir nur ein kleines Stoffmuster gesehen und die Farbe sieht ja dann in groß doch meistens ganz anders aus. Und ja, ich bin schon sehr gespannt.
bin jetzt im Auto und fahre gleich zu einer Freundin. Wir treffen uns heute zum Spazierengehen und wollen das schöne Wetter ein bisschen ausnutzen. Gestern hat es am Abend noch bei uns in Wien geschneit und heute scheint die Sonne. Das sieht echt toll aus und ja, wir nutzen das auf jeden Fall heute noch aus und ich glaube auch meiner Schwangerschaft tut das ganz gut, wenn ich mich mal ein bisschen bewege. Wieder zu Hause und ich muss sagen, das Spazierengehen heute hat wirklich richtig gut getan. Wir sind ein schönes Stückchen gegangen und ja, jetzt habe ich am Heimweg noch etwas zu essen von meiner Mama mitgenommen. Das steht hier vor mir und ich habe schon richtig Hunger. Unsere Mütter waren so lieb und haben die letzten 2 Monate immer wieder für uns gekocht, weil wir ja eben die Küche nicht hatten und so haben wir die Zeit eigentlich ganz gut überbrückt. Und ja, hiermit möchte ich den Vlog, also meinen ersten Vlog auch abschließen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr in Zukunft so für Videos sehen wollt oder was euch interessiert. Und verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald!